Okay. 13.000 ist nicht stark, nee, aber 75.000 ist schon stark. Aber da sind die, da ist die Genio Force ja schon. Nee, nee, Super Saiyajin erreicht ja nie die Stärke eigentlich. Er hört ja auf zu trainieren dann. Sobald er C18 als Frau hat und seine Tochter, geht er ja zur Polizei und er trainiert ja gar nicht mehr. Ähnlich wie so ein Gohan, der hört ja eigentlich auch auf zu trainieren. Here's this one, all by its lonesome. Wait, that's the village we heard Vegeta was attacking, right? But Vegeta isn't there. I don't sense his energy anywhere near it. Oh, I think I get it. He attacked the village, but he didn't find the Dragon Ball. Let me borrow the radar, Bulma. I'm going to go find that Dragon Ball. Okay, here we go. Here we go. Actually, thank you. Hat da einfach zwei Automaten hingestellt, die alte. Perfect. Now's my chance. I'm not sensing any scary energy in the area. That's good. That? Ach so, Dragon Ball Card Wall. Habe ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Ja, ich müsste mir auch nochmal alles reinziehen. Ich habe mir mal überlegt, die Staffeln zu kaufen, aber ich habe mir als erstes eigentlich vorgenommen, Dragon Ball Super, die Blu-rays zu besorgen. Das ist so das, was ich mir wahrscheinlich als nächstes holen werde. In meiner Wishlist ist es auch schon drin. Nee, eine Staffel kostet, glaube ich, 30 Euro. Zwischen 20 und 30 Euro je nach Staffel. Es gibt sogar eine, die auf Z, die ist sogar, glaube ich, 40 Euro. Ich weiß nicht, wie die Preise machen. Ah, die Nebenmission, genau. Die darf ich nicht vergessen. Xenoverse war, glaube ich, ohne Karten. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber das Kartenspiel hier habe ich nie gespielt, weil für Platin hat man es nicht benötigt. Von dem her hat es mich eigentlich nie interessiert. Ich glaube, man braucht es auch immer noch nicht, also. Ist dumm, hast du schon ausprobiert? Okay, aber ja, wenn es dumm ist, dann mach ich's nicht. Irgendwie sagt er immer, dass er Hunger hat. Kleiner Fettsack! Die Nebenmissionen sind wichtig. There's a lot of power in this! Nee, es sind tatsächlich unterschiedliche Preise bei den Blu-ray-Boxen. Aber warum, kann ich dir echt nicht erklären. Ich habe mir das auch schon ein paar Mal, die Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. Aber ich möchte erst Super. Bevor ich mir Z bestelle, möchte ich mir erst Super bestellen. Ich habe ja meine Wishlist auf Amazon schon aktualisiert. Die hat zwar niemand, die Liste. Das ist quasi so mein was ich mir vorhabe zu kaufen. Die ist eigentlich nicht für andere gedacht. Und da sind jetzt die aktuellen Staffeln drin. Und die Liste werde ich so, da ist auch anderes Zeug drin, für einen Hund und so auch, aber die werde ich immer mehr leer machen für mich. Ja, nee, ich will schon die Blu-ray haben. Die meisten Seiten, wo man sowas gucken kann, sind meistens sehr fraglich, weil illegal, oder nicht auf Deutsch, oder sporadisch verfügbar. Oder die Quali ist halt einfach nicht Full HD. Und das ist halt schade. Weil die Animationen, gerade bei Super und auch bei den Super-Filmen, ich habe ja
den aktuellen, den Dragon Ball Super Super Heroes habe ich ja auf Blu-ray da. Und die Quali und die Animationen, die musst du einfach in voller Qualität anschauen. Das macht sonst, ja, mit russischer Synchro, geil! Das verstehst dann nur du, da muss ich dich immer besuchen kommen, damit ich überhaupt mal was gucken kann. Und das, du musst die Qualität haben. Bei dieser Animation, wenn du, nee, ich würde schon Blu-ray nehmen. Also DVD kaufe ich gar nicht mehr. Außerdem ist Blu-ray, glaube ich, mittlerweile sogar billiger als DVD. Hey! Aber bei den Animationen in den neueren Animes, da brauchst du diese Qualität. Das macht sonst keinen Spaß. Das habe ich mir bei dem Superhero-Film auch gedacht. Das war bei dem Broly-Film schon so. Wenn du da nicht mindestens Full HD guckst und am besten noch einen riesigen Fernseher und eine gute Anlage, dann macht es keinen Sinn. Das macht einfach nicht so viel Spaß. Das ist nicht mehr so wie früher, wo so ein Fernseher, egal wie groß, gereicht hat, weil die Qualität war überall gleich. Das ist ja heute nicht mehr so. Ja. Ja, man ist es halt bei den Superhelden, ist halt neu, das ist man halt nicht gewohnt, ist halt weniger gezeichnet, mehr animiert schon fast. Aber so ist es halt bei den neueren Anime. Ich finde sie nicht schlecht. Das Gerede und so nervt mich ein bisschen, aber im Kampf finde ich, sind die neuen Animationen echt cool. Also die Kämpfe machen Spaß, der Rest drumherum ist halt, naja, gewöhnungsbedürftig, wie bei allem. Ich kenne das mit der Synchro bei Richtung Osten. Das war, ist immer komisch. Du hörst so ganz leise irgendeine Originalsynchro und dann redet ein so ein besoffener Russe, der redet dann da immer drüber und ich weiß halt nicht, was er sagt. Für mich klingt es so, wie wenn einer im Studio gesessen wäre, der eigentlich nur Gast ist und die ganze Zeit seine Lebensgeschichte erzählt, die das gar nichts mit dem zu tun hat. Hätte mit der Realverfilmung, hör mir auf. Du meinst Dragon Ball, die Realverfilmung? Hör mir auf. Boah, war das peinlich. Es ist immer noch peinlich. Oh Gott, die Realverfilmung. Boah, scheiße, war das peinlich. Oh, shit. Dragon Ball Evolution, ja, so hieß es. Boah, war das eine Scheiße. Das Geile ist, ich habe damals den Film gesehen und habe kurz danach oder vielleicht kurz davor auf YouTube gab es so ein Fanmade, wo Son Gohan gegen C-17 und 18 kämpft mit Realmenschen und zwar mit Fanmade-Animationen. Leck mich am Arsch, im Vergleich dazu war das Hollywood, was die da abgeliefert haben. Das habe ich so gefeiert. Mit Abstand. War wesentlich besser. Was labern die eigentlich da so lang? Achso, ich soll eine Frucht suchen. Hä? Ach da. Schön, wie das Wasser da glitzert. Wo ist die? I think I can handle this. Lass sie mich bitte in Ruhe. Ich bin nur da, um Früchte zu sammeln. I think I can handle this. Mehr? I'm gonna attacke you, Dön! Masengoha! Ha!
that? So, die beiden Früchte waren auf dieser Insel da. Die Medaille, die wie Dickpick. Kasi, hallo. Hast du das Assassina ausgerichtet, was ich geschrieben habe? Mr. Satan kommt bei der Cell-Saga, also nach Name kommt Mr. Satan. Der hat ihm gezeigt, wie man eine Frucht schält. Der Gohan kann halt auch einfach gar nichts. Aha. Jetzt wieder zurück zur Bulma, oder was? Hä? Das da weg, das nervt mich nämlich. Ach, Nebenmission Geklatsche ist immer so schön in dem Spiel. Ja, und auf die Sache mit, dass sie mich für wenig Geld haben darf, hat sie da nichts zugesagt. And this is to go. Even further beyond! Dankeschön, Windhund, für den Sub an Kasi. What? Naja, der Mr. Satan selber wird nur vor den Menschen zum Held. Das Ding ist, Son Gohan besiegt Cell. Da aber keiner den Sieg an sich nimmt, behauptet halt Mr. Satan, er hätte ihn besiegt und wird so zum Helden der Menschheit. Und da er danach auch alle Turniere gewinnt später, also diese Weltturniere, weil er ja mit Buu sich anfreundet mit dem Fetten und dann die Turniere gewinnt, denken die halt auch, er wäre der Stärkste. Obwohl eigentlich Buu die Kämpfe gewinnt und Mr. Satan im Finale dann halt betrügt. Dann denken alle, hi, from Germany to Italy. How are you? Das ist es halt mit Mr. Satan. Ein Betrüger. Aber steinreich dafür. Ja, eigentlich jeder, der klar denkt, wird eigentlich merken, dass Mr. Satan das nicht gewesen sein kann. Weil ich das pausiert habe, deswegen. Ich habe die Walk-on-Sounds habe ich pausiert. Den Z-Kämpfern ist es eigentlich egal, ob sie auffallen. Es ist ihnen einfach schnurzegal. Nur darum geht es ihnen. Denen geht es nicht um Ruhm oder so, deswegen ist es ihnen wurscht. Vor allem haben die ja nichts davon. This looks so good. Bam, Alter! Finish. Ach, ist Patty auch wieder da? Da war gerade jemand aus Italien da. Italy. Versteht zwar kein Wort wahrscheinlich von dem, was ich sage, aber das Spiel selber ist ja Englisch.
I think I can handle this. Here I go. Bin noch nicht stark genug. Obwohl die nur Level 13 sind, verstehe ich nicht. Finish him! Na, ich müsste wenigstens mal mein Englisch aufbessern. Ja, wenn ich Englisch sprechen muss, werde ich ein bisschen unsicher und dann verkacke ich es. Obwohl ich eigentlich, wenn ich mich dran gewöhnt habe, es schon hinbekomme im Normalfall. Aber wenn man dann nervös ist und drüber nachdenkt, dann ist es nicht immer so einfach. Wollte der gerade Meteor Crush? Under the wall, into the sea! Ob Ariel hier ist? Du musst Russisch lernen, wieso? Ja, nicht nachdenken, das ist bei so Typen wie mir extrem schwer. Ich denke, ich kann das handeln. Ich muss etwas essen. One hit. Du sagst, du kannst Russisch, aber kannst du Russisch oder Russisch? Oder Kasachisch-Russisch? I have to hurry up and find that Dragon Ball. Ja, I probably shouldn't fly too far. Let's see. It should be right around here. Ja, ja, der ist im Wasser drin, das weiß ich schon. Aber einsammeln, was geht, ist ganz wichtig. Hier, look at this big bubble. Big bubble butt. Wow, this energy is incredible. Alrighty. Looten, looten, looten. Hä, wovon reden? Russisch ist zu schwer. Ich habe keine Ahnung, wie schwer Russisch ist. Ich kenne nur Dawai, Dawai. Niet. Du hast eine geile Mischung. Du meinst jetzt, der liegt da, der sonnt sich auf dem Dach. Du meinst jetzt genetisch gesehen, oder? Oder, spermamäßig. Voll traurig, sind alle tot und ich mach hier Witze drüber. Hier liegt auch gar nichts rum, oder? Keine Erinnerung. Wait, it's not in a house? Da. Hä? Da. Yay, I found it! Das Problem ist, dass heutzutage jede Art von Humor als schwarzer Humor ja schon angesehen wird. Darfst du ja nichts mehr sagen. Egal, worüber du Witze machst, es ist eigentlich schon schwarzer Humor. Und du hast schon recht, du brauchst heute, um heutzutage überhaupt irgendwie noch straight zu kommen, du brauchst den schwarzen Humor oder Galgenhumor, irgendwas in die Richtung, sonst kannst du ja nichts mehr machen. Oder darfst auch nichts mehr sagen. Darfst dich ja über nichts mehr lustig machen. Ja, ist echt schrecklich. Ist echt schrecklich, weil jeder alles sofort persönlich nimmt und dank des Internets auch bei jedem Vollidioten Gehör findet.
He's not in the recuperation tank. Damn that Vegeta. Where could he be? Find him, Zarbon! Find him now! Ba 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 ba. Ha! Blah, blah, blah. The Dragon Balls. Looks like five of them are here. And I can't leave this place without all five of them. Looks like time isn't on my side either. Great, I'm going to have to buy myself some time here. Ta! There we go. Now it's my turn. Look, that filthy Saiyan monkey. Vegeta appears to be after the Dragon Balls. The Dragon Balls! Damn that Vegeta! Also für andere verändern sollte grundsätzlich eh klar sein, dass man das nicht macht. Das ist auch, verstehe auch nicht, wieso manche sich operieren lassen und so Scheiß. Kann ich nicht nachvollziehen, will ich nie machen für irgendwelche Leute. Gerade diese Instagram-Bitches und so. Kann ich nicht nachvollziehen. Pains me to say, but it appears Saiyans are capable of more than I initially thought. They seem to grow stronger with each battle they manage to survive. Wie sein Arsch wackelt beim Reden, geil. They can't hope to reach my superior level, of course. Still, it might prove prudent to finally rid myself of them once and for all. Die Gesellschaft. It would be quite bothersome if I had to deal with a Super Saiyan. It seems it may be time to call the Ginyu Force. Schön, wie er sich einfach die Finger nicht er könnte sie alle mit einem Schlag ausradieren, weißt du? Macht er nicht. Hol da lieber die Ginyu Force. Here they are. Yes. Yes, I'm untouchable. This is what you get, Frieza. Your Dragon Balls are finally mine! Now that I have these and the one that I hid underwater, that leaves just one to collect, then I'll have all seven! This huge power! Is that Zarbon? This was great! I had no idea I had this kind of power! I bet I can make it back to Gohan in no time at all! Oh man, I bet Gohan's gonna get way stronger than me. Na, frisch geduscht. Wie ich sehe, habe ich keinen Livestream von dir bekommen. Sehr schade. And he's holding the very last Dragon Ball as well. Und kein Level up, Mardig, Alter. Seems fortune is smiling quite favorably on yours truly today. Oh, damn that Vegeta. Where did he go? If I don't find him soon, Lord Frieza will have my head. Wait, that... Oh, I've finally found you, Vegeta! Huge power level is on its way here. Er ist genau hinter dir. Found me. Good. Once I get that Dragon Ball off the pint-sized Earthling, I'll finish him off once and for all. Zarbon's probably quite full of himself after the last encounter, which means his guard should be down. One thing at a time, though. First, I have to get my hands on that Dragon Ball. Darf ich ihn endlich mal verstärken? Macht da wenigstens mal Schaden, der Bub? Wenn ich jetzt noch trainieren dürfte, wäre alles Pille-Palle, Hosenknalle. Darf ich aber nicht. Oder?
Da ist ja die Trainingsarena. Vielleicht geht es ja sogar. Das wäre ja nice. Tatsächlich. Aua. Can't believe it! Saturday Crush! Einer ist reingeflogen. Arsch, Alter. Galligan! Messerstecherei, es ist auch normal geworden mittlerweile. So. Hallo, was gelernt hier? Frühestens ab der Cell-Saga kann er das. Also Final Flash macht das erste Mal gegen den noch nicht ganz verwandelten Cell. Wow. Big Bang. Those things are huge here. Auch irgendwann um den Dreh rum. From Guru. He's a remarkable person. Der Guru. Yeah, that's right. Where's Gohan? I want to take him to see Guru to increase his power level. He left to go look for the other Dragon Ball. The radar showed one in the village Vegeta attacked before. What? Really? What the? This power? No way! Vegeta! You're a long way from home, Earthling. Oh no. I was so focused on my own. Es ist halt einfach sein Kopf, der Dragon Ball. Es sieht aus wie sein Kopf. He's not wearing a scouter. Bloß ist der Krillin ist halt ein 6-Sterne-Dragon Ball hier. That's a nice Dragon Ball you've got yourself there. It would appear that you and I are after the same thing. Der Emoji einfach. Fortunately for you, I have some business to take care of before I take it. But I'd think twice before doing something stupid like running away if I were you. Huh? Ja, weil die Punkte auch nur aufgemalt sind oder so. Das ist ja wegen, weil der ja Mönch ist eigentlich. Well, you've got some nerve, Vegeta. Thanks to your foolish actions, Lord Frieza has lost faith in me. If you don't give me the location of the Dragon Balls this instant, I'll just have to beat it out of you. You're welcome to try. You never learn, do you? Boom, fatty sack. He's let his guard down. There's nowhere to run, Vegeta. Prepare yourself.
Tulpa! Bum, 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 bum. Macht einfach 1500 pro Stein. Look at you. You're already running out of steam. Oh, Saban, I sincerely hope you're ready for your trip to hell. Don't make me laugh. You have no hope of beating me. Don't underestimate me. Hau ab, Mann. Schießender Sternpfeil. Schlecht. Oh oh. Alter! Can't believe it! Oh oh. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hau ab! Au! Fuck! Hä? Wie kann er denn da durchkommen? Und ich nicht? Kannst du mal aufhören mit dem Scheiß? Alter, wie unfair! Da war der Rand! Na endlich! Mein Gott! Schon leicht unfair gewesen!